Es ist berechtigt, andere Staaten zu belehren, berechtigt, anderen Staaten zu sagen, was sie zu tun haben. Und Wladimir Putin hat in einem Interview, in einem Artikel in der New York Times darauf geantwortet und hat geschrieben, ja, es gibt große Staaten, kleine Staaten, reiche Staaten, kleine, arme Staaten, reiche Länder, kleine Länder, arme Länder, aber vor Gott sind alle gleich. Diese Antwort gab Putin. Und die Vereinigten Staaten haben nicht erst jetzt, schon sehr lange, alle Staaten kategorisiert. Es gibt eine ganze Liste von Staaten, die eingeteilt sind in Schurkenstaaten, Wrong States, in Failed States, in unsichere Staaten und in schwache Staaten, in filigrane Staaten. Ungarn ist noch in den Staaten enthalten, die nicht schwach und die nicht Failed States sind, aber ich habe nur eine Statistik von etwa 1,5 Jahren. Das hat sich vielleicht in der letzten Zeit geändert. Und unter diesem Motto sind die Vereinigten Staaten auch in ihrer Außenpolitik zu bewerten. Unter diesem Motto handeln sie und sie nehmen sich das Recht heraus, überall dort einzugreifen, wo es ihren Interessen widerspricht, so wie auch Kissinger schon gesagt hat, wir nehmen uns das Recht heraus, gegen alle Staaten vorzugehen, die unseren Interessen widersprechen. Ja, und auf Ungarn übergehend, in Ungarn gab es 1910 Wahlen, bei denen die Partei Fidesz und deren Obmann Orban die Zweidrittelmehrheit gewonnen hat. Und bereits eine Zweidrittelmehrheit, was ja eine sehr seltene Sache in Europa ist, es gibt kein Land in Europa, das eine solch stabile Regierung hat wie Ungarn, zum zweiten Mal eine Zweidrittelmehrheit, die ist vor 2 Tagen geschrumpft, weil eine Wahl nicht zugunsten von Fidesz ausgegangen ist, aber es gibt Ende April oder Mitte April eine weitere Nachwahl und da ist wieder die Möglichkeit gegeben, dass die Zweidrittelmehrheit wieder erlangt wird. Aber darum geht es nicht. Als Orban seine erste Rede im Parlament nach den Wahlen gehalten hat, das war im Juni 2010, hat er Folgendes gesagt. Und auch das möchte ich Ihnen wörtlich wiedergeben. Er sagte, es ist für Ungarn notwendig, eine nationale und eine wirtschaftliche Revolution zu führen. Es muss die Wirtschaft nationalisiert werden, es muss die Wirtschaft in Ordnung gebracht werden und das geht nur mit einer Revolution, mit einer vollkommenen Änderung der bisherigen Wirtschaftspolitik. Und er sagt wörtlich, ich schlage vor, dass wir bei der Errichtung dieses neuen wirtschaftlichen Systems alle Aktivitäten als Spekulation bezeichnen, bei denen jemand Geld verdient, indem er notwendigerweise jemand anderem Schaden zufügt. Und wenn jemand Geld verdient, indem er reale Werte schafft, aus denen andere und die ganze Gesellschaft Nutzen ziehen, sollte das als Arbeit definiert werden. Ich meine, dass wir verstärkt und mit großer Entschlossenheit die Spekulation zurückdrängen und unsere Bemühungen in Richtung produktiven Kapitalismus verstärken müssen. Das war eine Kampfansage an Banken, die mit Spekulation
großen Schaden anrichten, wie wir das ja auch 2008 gesehen haben. Es war die große Krise, die von den Banken herbeigeführt worden ist. Und es war eine Anregung für ein Trennbankensystem zwischen Commerzbanken und Banken, die keine Kommerzgeschäfte machen, sondern nur investieren. Und es war eine Kampfansage an die internationale Finanzoligarchie. Die Antwort darauf kam sehr rasch. Die französische Zeitung Le Monde schrieb: Ungarn ist eine Gefahr. Es ist unglaublich und es ist eine Frechheit, wie man den internationalen Währungsfonds angreifen kann. Und auch unser Standard schrieb in einem Artikel: Guter Grieche, böser Ungarn. Guter Grieche, böser Ungarn. Und führt in diesem Artikel aus: Beide Staaten, Ungarn und Griechenland, sind in der gleichen Situation. Beide Staaten sind wirtschaftlich bankrott, denn Orban hat ja das Land von der Sozialistischen Partei in einem schrecklichen Zustand, wirtschaftlichen Zustand übernommen. Ungarn war wirtschaftlich an die Wand gefahren. Ungarn war in der gleichen Situation wie Griechenland. Und der Standard schreibt: Beide Staaten sind in der gleichen Situation, beide Staaten sind eigentlich konkursreif. Und es wird nunmehr spannend, wer Erfolg hat. Orban oder Papandreou, das war der damalige sozialistische Ministerpräsident. Und der Standard schreibt: Wir wünschen und wir hoffen, dass Papandreou Erfolg haben wird. Und warum? Weil Papandreou alles macht, was die internationalen Finanzmärkte wollen, alles macht, was die westlichen Regierungen wollen, im Gegensatz dazu Orban. Er widerstrebt allem, er widersetzt sich, er will mit dem internationalen Währungsfonds nicht zusammenarbeiten. Und der Standard wirklich: Wenn es eine Gerechtigkeit auf dieser Welt gibt, dann muss Griechenland Erfolg haben und Ungarn scheitern. Ja, und was ist heute? Wo ist Papandreou, wo ist Orban, wo ist Griechenland, wo ist Ungarn? Ungarn hat den vorher von der Sozialistischen Partei Regierung aufgenommenen Kredit vom Internationalen Währungsfonds vorzeitig zurückgezahlt. Das Büro in Budapest wurde geräumt und Ungarn hat sich geweigert, einen weiteren Kredit beim Internationalen Währungsfonds aufzunehmen. Ungarn ist heute wirtschaftlich konsolidiert, es ist kein reiches Land, aber wenn man die Ausgangslage 2010 heranzieht, dann ist es fast ein Wunder, was Ungarn vollbracht hat. Die Staatsverschuldung ist unter 3% in jedem Jahr. Die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen, das Wirtschaftswachstum in Ungarn liegt im Spitzenfeld der Europäischen Union. Und Griechenland? Ja, wenn Sie die Zeitungen lesen, dann sehen Sie, Griechenland ist genau dort oder noch schlechter dran wie im Jahre 2010. Es sind Unmengen von Geld nach Griechenland geflossen, das heißt nicht nach Griechenland, sondern Richtung Banken geflossen, und nur 3%, meine Damen und Herren, nur 3% dieser Milliardenkredite, die Griechenland erhalten hat, sind in Griechenland geblieben und sind bei der Bevölkerung geblieben. Alles andere haben die Banken geschluckt. Und das ist der Unterschied zwischen der Politik, die man von Ungarn erwartet hat, der Politik, welche die Europäische Union vertritt, und der Politik der Regierung Orban. Die einen sind darauf bedacht, dass es den Banken gut geht, und die anderen sind, beziehungsweise Ungarn, ist darauf bedacht, dass es der Bevölkerung gut geht. Ungarn ist auf das Gemeinwohl bedacht und nicht darauf, dass die Banken verdienen.
Das ist bis heute ein Punkt, mit dem Ungarn angegriffen wird. Und erst unlängst habe ich korrespondiert mit einem sehr prominenten Journalisten, der in der letzten Zeit plötzlich Ungarn angreift und behauptet, in Ungarn gäbe es eine nationalistische Gesetzgebung und eine nationalistische Rechtsprechung. Und ich habe ihn gefragt, was er denn damit meint. Und er hat mir geantwortet, ja, weil die Banken nicht gut wegkommen in Ungarn. Ja, Sie lachen auch, mein Mitgefühl hält sich in Grenzen, noch dazu, wo die Banken mit den Devisenkrediten und vor allem österreichische Banken mit der Bevölkerung nicht sehr gut umgegangen sind. Wenn man sich anschaut, mit welch fantastischen Reklamen man die Leute gelockt hat, diese Devisenkredite in Anspruch zu nehmen und wie man sich dann nachher verhalten hat, wie man nachher es abgelehnt hat, hier gemeinsam diese Last zu tragen, welche der ungarischen Bevölkerung es geht um Hunderttausende, aufgebürdet wurde, dann muss man sagen, Ungarn hat recht getan, wenn es die Bankensteuer eingeführt hat. Es ist eine Steuer, die es auch anderswo in Europa gibt, allerdings eine sehr hohe Steuer, die aber jetzt sukzessive in der Zukunft reduziert werden will. Ja, und das war dann der Start für eine weitere Angriffsserie gegen Ungarn. Denn ein Land, ein Staat, eine Regierung, welches den Interessen der Amerikaner nicht entspricht, eine solche Regierung, gegen eine solche Regierung muss man, wie Obama ja hier sagt, mit wirtschaftlichen Mitteln, mit diplomatischen Mitteln und mit allen Mitteln vorgehen, wenn amerikanische Interessen verletzt werden. Und auch mit dieser Wirtschaftspolitik werden zweifellos amerikanische Interessen verletzt. Und so kam es zu einer Angriffswelle unglaublicher Art, die begonnen hat mit dem Angriff, dass es in Ungarn keine Demokratie gibt, dass die Demokratie abgebaut wird, dass Menschenrechte verletzt werden, dass es einen Rückschritt ins 19. Jahrhundert gibt, weil Ungarn noch nicht reif ist fürs 21. Jahrhundert, dass Orban ein Diktator ist, ein kleiner Putin, das liest man bis heute in der Zeitung. Und es gab den ersten Angriff, das Mediengesetz. Das Mediengesetz ist ein Angriff auf die Medienfreiheit, ein Angriff auf die Pressefreiheit. Dazu nur so viel, ich habe nur zu diesem Thema ja schon einmal einen Vortrag gehalten. Das Mediengesetz wurde am 21. oder 22. Dezember, ich weiß es nicht mehr so genau, 2010 im Parlament in Budapest beschlossen und am nächsten Tag, bereits am nächsten Tag hat Nelly Gross von der Europäischen Union einen bösen Brief geschrieben, dass sie sich Sorgen macht, dass dieses Mediengesetz die Medienfreiheit verletzt. Und zwar schrieb sie das zu einem Zeitpunkt, als noch niemand das Medien, als es noch gar nicht veröffentlicht war, als noch niemand das Mediengesetz gelesen hatte und als es auch noch gar nicht übersetzt war. Und in derselben Art hat Ungarn hat ja dann im Jänner darauf die Ratspräsidentschaft begonnen. Im selben Ton hat dann Barroso fortgesetzt und hat gesagt, das geht nicht, dass Ungarn ein Mediengesetz hat, welches nicht den europäischen Werten entspricht. Den europäischen Werten, von denen immer so oft gesprochen wird, wo niemand noch definiert hat, was es denn sei, und wo man dann, wenn man sich in die Materie hineinliest, zu dem Schluss kommt, ja, also die europäischen Werte werden in Ungarn hochgehalten, aber nicht in der Europäischen Union. Der nächste Angriffspunkt, war, als Ungarn es gewagt hatte, eine Verfassung, ein Grundgesetz zu verabschieden. Ein Grundgesetz, das von jenen Werten ausgeht, zu denen Ungarn 1000 Jahre lang steht,